Die besten NBA-Prognosen von XBET-Tipps. Kostenlos und dauerhaft Mitglied in unserer Facebook-Gruppe NBA-Prognosen mit der Anmeldung bei VBET. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der NBA-Prognosen mit Chris Custodian und meiner Wenigkeit. Radek Vegas. Oh. Na, wie viele Spiele haben wir heute Nacht vor der Brust? Die Pistons gegen die Thunder, Hawks gegen Warriors, Nets gegen Cavaliers, Raptors, Nuggets, Knicks, Wizards, Pelicans, Clippers, Timberwolves, Rockets, das war's. Nur damit wir wissen, was uns erwartet. Und ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, hast du die Raptors gegen die Nuggets erwähnt? Klar. Vielleicht habe ich es auch nicht gehört. Hab einfach alle vorgelesen, die wirklich spielen heute Nacht. Ah, okay. Und wir fangen an mit den Pistons gegen die Thunder. Ja, wer hätte das gedacht, dass hier bei diesem Spiel zwei Teams quasi mit einem identischen Record gegeneinander spielen, beziehungsweise fast identisch, also die Thunder nach schlechtem Start mit 14-7 jetzt auch gut unterwegs und die Pistons auch mit 13-9 überraschend gut dabei, nachdem da doch wirklich das ein oder andere Spiel einfach total lustlos aussieht. Beide, oder vor allem die Pistons, kommen gerade von dem 5-Siege aus den letzten 5 Spielen, unter anderem gegen die Warriors gewonnen, aber auch gegen die Houston Rockets. Und die Thunder haben gegen die Hawks, kann man mal machen, gewinnen. Und davor gegen die Cavaliers, also zwei eher Gurkenteams gespielt. Aber auch immerhin kommen sie mit 4 aus den letzten 5 Spielen mit Siegen im Gepäck daher. Von daher beide gut gelaunt, gut drauf. Dennis Schröder auf Seiten der Thunder macht einen guten Job von der Bank. Steven Adams, wirklich starker Spieler, schon wie im letzten Jahr knüpft er an, und Paul George auch stark, Russell Westbrook sowieso. Und auf Seiten der Pistons, irgendwie funktioniert es mit den Siegen, aber bei dem Spiel würde ich doch eher auf die Thunder gehen. Ich glaube, dass die Feuerkraft von George, Schröder und Westbrook zu hoch sind. Und auf Seiten der Pistons wird diesmal Drummond, der, glaube ich, im Schnitt gerade auch wieder um die 20 Rebounds holt oder 16,4, damit mit weitem Abstand die Rebounds per Game anführt, der wird gegen Adams nicht so rebounden wie sonst. Also ich sag Sieg Thunder. Mit wie viel Vorsprung? Wir sagen, ein -3 ist auf jeden Fall spielbar, aber auch ein reiner Sieg auf die Thunder sollte eine gute Quote von 1,7 bis 1,8 geben. Und ist ja auch auswärts, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also. Mhm. Lieber den Spatz in der Hand, nämlich die 1,7er-Quote, als die Taube auf dem Dach, die man eh nicht abschießen kann. Die Hawks gegen die Warriors. Was ist denn da los? Trotz des Comebacks von Steph Curry verlieren die Warriors und ja, sind jetzt aber trotzdem haushoher Favorit gegen die Hawks. Aber vielleicht können die Hawks ja eine kleine Sensation im Sinne von, sie schaffen es irgendwie innerhalb von 10 Punkten zu bleiben, schaffen. Ja, und das ist schon das zweite Spiel. Das erste Spiel dieser Runde in San Francisco oder in Kalifornien ging für die Warriors gut aus, aber nur 110 zu 103. Von daher, der Spread von 10,5 ist unattraktiv aus meiner Sicht. Vielleicht spiele ich es aber trotzdem, weil man glaubt natürlich auf so ein Bounceback nach einer unnötigen Niederlage der Warriors bei den Pistons. Dass Steph Curry, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht noch ein bisschen Rost dran gehabt. Es ist bisher keine gute Saison, auch wenn die Warriors nicht die Warriors vom letzten Jahr sind. Können sie da auf vielen Ebenen noch nicht mit der Leistung mithalten und auch der Motivation. Also ist schwierig, aber ganz klar, auf Hawks kannst du nicht setzen, wenn du ein vernünftiger Sportwetter oder generell Fan bist von irgendwas, nicht auf die Hawks setzen. Ich kann mir vorstellen, ich sehe bei beiden Value, das ist das Doofe jetzt. Ne? Auf der einen Seite, Hawks haben einige Spiele knapper verloren, als man denkt, auch das Hinspiel hier in dieser Runde. Auf der anderen Seite könnten jetzt die Warriors mit Wut im Bauch einfach alles von draußen, von Downtown treffen und die Hawks mal ordentlich abschießen. Wenn ich es mir überlege, gefällt mir hier Warriors plus 8 am besten. Minus 8. Ja, also mit 8. Bei plus 8 würdest du wahrscheinlich eine Quote von 1,01 kriegen, wenn die normale Quote auf Sieg schon 1,15 ist. Aber das ist so ein Bayern-München-Phänomen. Auch wenn die Warriors natürlich klarer Favorit sind und schwächeln, würde ich nicht
gegen sie setzen, gerade weil sie eben ja, die Warriors sind. Aber ich würde auch nicht unbedingt dann mit einem Mega-Spread auf sie setzen, wenn sie eben in einer schlechten Verfassung oder nicht in Topform sind. Also schwieriges Spiel, würde ich die Finger weglassen einfach. Ja, das kann man ja auch mal machen, muss ja nicht auf alles immer 100 Wetten platzieren. Ja, wenn man keine Wette tätigt, dann kann man auch nicht verlieren. Also das ist vielleicht gar nicht so schlecht bei dem Spiel. Ja, und kein Verlust ist automatisch ja auch irgendwo ein Gewinn oder lässt den Gewinn dann umso größer erscheinen bei anderen Wetten. Also Brooklyn gegen die Cavaliers, kann man es da kurz machen oder hast du da eine spezielle Idee? Nee, also habe ich gar keine Idee bei dem Spiel. Klar, die Nets sind Favorit, aber die Cavaliers... Ja, das sind halt zwei Teams, die jetzt nicht wirklich so gut sind. Und Brooklyn wird es schon irgendwie heimbringen. Aber das würde ich noch weniger anrühren als das Spiel der Warriors. Von daher sagen wir hier ganz schnell Heimsieg der Brooklyn Nets. Und wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Denn es ist das absolute Spitzenspiel dieses... Mhm. Passend zu deinem Pulli, oder? Da sind doch die Klauen des Raptors drin im Basketball. Ja, ganz genau. Und hier haben wir... den Spitzenreiter der Liga, natürlich dann automatisch auch des Ostens, die Toronto Raptors, mit 20 Siegen und 4 Niederlagen, wirklich bärenstark und da stimmt es einfach überall. Die Big Men klicken, Leonard stark, 25,5 Punkte bei super Trefferquoten, dazu noch 8,6 Rebounds und ein paar Assists. Und auf der Gegenseite, da ist mehr Teambasketball, noch mehr Teambasketball, auf Seiten der Nuggets als bei den Raptors. Und ich tue mir hier relativ schwer, auf die Raptors zu gehen. Denn auf der einen Seite könnte es sein, dass Kyle Lowry noch ausfällt. Das ist immer noch so fraglich. Das letzte Spiel hat er schon ausgesetzt mit Rücken. Und wenn er heute wieder Rücken hat, dann finde ich, dass der Spread auf die Nuggets definitiv Value hat. Denn da kann ich mir vorstellen, dass die gewinnen. Die dürften nämlich Ibaka und Valanciunas ganz gut egalisieren mit ihren eigenen Big Man, Jokic und Millsap. Und dann ist die Frage, wie gut ist Leonard heute drauf, wenn Lowry nicht spielt? Also wenn Lowry nicht spielt, dann definitiv auf die Nuggets. Plus 6,5 ist das Spread. Wenn er spielt, kann man das trotzdem noch anzocken, aber dann mit einem unguten Gefühl. Also dann eher die Hände weg. Mhm. Es ist eine, ich habe gerade nebenbei nachgeschaut, es ist eine 3,5er Quote je nach Bookie auf die Nuggets und so sehe ich die Raptors in dem Spiel nicht als Favorit. Von daher, ja, ein Sieg auf die Nuggets kann man schon mal machen. Mhm. Vor allem, wir haben ja das Spitzenspiel, das sieht man ja jetzt auch nicht oft, dass der Erste der Eastern Conference gegen den Ersten der Western Conference spielt, dass das gerade so zusammenpasst, weil ja doch sehr viel Fluktuation in den Tabellenplätzen ist, vor allem hier in der Western Conference, da sieht man ja, wie eng das hier zugeht. Ja. Aber dass die Nuggets jetzt hier sogar Tabellenführer sind, das ist natürlich auch echt der Schwächephase des Golden State Warriors geschuldet, dass die zweimal in Folge verloren haben. Ja, ja, und davor, auch sonst kein anderer geschrien hat, hier, wir wollen es machen. Ja, davor waren ja die Trailblazers mal erster, die Clippers mal erster, die Warriors auch sowieso mal. Das ist so ein bisschen wie so eine Dorfmatratze. Jeder darf mal und am Ende wird sich dann trotzdem der Attraktivste durchsetzen. Hm. Na ja, mal schauen, ob die Nuggets zumindest die Tabellenführung, das muss denen ja auch ein bisschen Power geben, verteidigen können. Der Sportwettenmillionär sagt ja immer, die Frauen, wenn die in Führung sind, dann werden sie nervös und fangen an zu denken. Und bei den Männern ist ja so, wenn die in Führung sind, da setzen die vielleicht nochmal zusätzlich ein paar Prozente mehr Energie frei. Mal sehen, wie es ist. Jedenfalls bestimmt ein tolles Spiel. Was man bei Knicks gegen Washington eher vielleicht weniger erwarten kann, oder wird es da auch spektakulär zugehen? Ja, spektakulär geht es ja in der Boulevardpresse zu, weil Dwight Howard eine relativ sexy Affäre, weil wir gerade über Dorfmatratzen geredet haben, hat mit... Jetzt wird es wieder schlüpfrig. Genau, jetzt packen wir unser wirkliches Hintergrundwissen aus. Könnt ihr mal googeln auf Twitter, sehr spannend, wen es interessiert. Auf jeden Fall hat Dwight Howard gerade andere Probleme als seine angebliche Verletzung, wegen der er nicht auflaufen kann. Das tut den Wizards weh, allerdings sind die Wizards trotzdem weiterhin die Enttäuschung im Osten schlechthin. Kommen jetzt ein bisschen besser in den Tritt, haben das erste Spiel gegen New York gewonnen und deshalb ist das auch mein Lieblingsspiel eigentlich, denn die Wizards sind
von den Leuten her, Ball und Beal, der klare Favorit. Eine minus 2 ist der offizielle Spread, den spielen wir auch an und hoffen, dass das gut geht. Das Einzige, was für die Knicks positiv ist oder sein könnte, die haben gerade einen Overtime-Sieg gegen die Milwaukee Bucks erreicht. Das kann natürlich Kräfte freisetzen und sie haben große Vorteile mit ihren Großen, Enes Kanter und Noah Vonleh. Die dürften die Wizards Big Man einfach mal an die Wand klatschen, würde der unaussprechliche Jürgen Klinsmann sagen. Von daher trotzdem sagen wir, Wizards minus 2 ist eigentlich sowas auch wie mein Lieblingstipp des Tages. Mhm. Wenn es dein Lieblingstipp ist, dann ist es auch mein Lieblingstipp in der NBA. Die Pelicans gegen die Clippers. Oh ja, das ist ja auch interessant. Die Clippers Tabellenzweiter im Osten, Westen. Weil sie gestern, oder war es vorgestern, jetzt weiß ich gerade gar nicht, gegen die Dallas Mavericks verloren haben. Und das freut uns doch für Dirk, der angeblich diese Woche noch zurückkommen soll und seine ersten Minuten spielen wird. Bin gespannt, ob das eintritt. Erst hieß es Ende November. Jetzt sind wir schon wieder im Dezember, ersten Advent vorbei. Aber wie dem auch sei, die Clippers haben das erste Spiel dieser drei Spiele andauernden Serie verloren. Und ich glaube nicht, dass die Serie verlieren. Deshalb denke ich, dass die jetzt dieses Auswärtsspiel in New Orleans gewinnen. Und ich finde, auch wenn man vielleicht von der Vorsaison weiß oder generell, wo Clippers und Pelicans sind, fallen immer viele Punkte. Wenn ich jetzt die Points per Game und die Punkte, die die Teams kassieren, nehme, sind beide unter 235. Und das erste Spiel gab es Punkte 225 und der offizielle Spread ist jetzt bei 237,5. Also auch wenn es ein High-Scoring-Game wird, ich finde hier minus 237 und Sieg der Clippers am attraktivsten. Mhm. Sehr schön erläutert. Sehen wir hier auch die letzten drei Spiele. In der Vorsaison haben sie mal 213 gemacht gegeneinander und dann am 7. März waren es 237, also genau da, wo die Linie eigentlich dann ist. Ja, macht alles Sinn, was du gesagt hast. Ja. Dann schauen wir mal, ob die Clippers das packen. Und die Quote ist ja auch Zucker bei 2,10 für die Clippers. Ja, da kann macht man auch nicht falsch, wenn man die Wette verliert. Man darf jetzt halt nicht vergessen, beide haben gestern gespielt, aber New Orleans muss von Charlotte zurück nach New Orleans und die Clippers von Dallas. Das bedeutet, da ist der Anfahrtsweg für LA tatsächlich kürzer. Mhm. Ja, wobei, wenn beide gespielt haben, das oft nicht so wirklich viel dann ins Gewicht fällt, glaube ich jetzt mal. Die Timberwolves gegen die Rockets. Sprechen wir hier von zwei Enttäuschungen? Ja, also die Timberwolves, die erste Enttäuschung, weil die es nicht geschafft haben, mit Jimmy Butler zusammen ein tolles Team, ein harmonisches Team aufzustellen oder ihn rechtzeitig getradet zu haben, um gar nicht diese ganzen Diskussionen zu haben. Jetzt waren sie ohne ihn gar nicht mal so unerfolgreich. Haben 4 der letzten 5 Spiele gewonnen. Jetzt kommen die Rockets, bei denen man immer noch nicht genau weiß, sind sie jetzt über den Berg oder nicht. 2 Siege in Folge, jeweils wirklich mit starker Offensive, 136 Punkte gegen San Antonio, 121 gegen die Chicago Bulls. Davor aber gegen Dallas verloren, davor gegen Washington verloren und gegen die Cavaliers verloren. Also keine Ahnung, was das für eine Saison wird, ob die Rockets nun One-Year-Wonder gewesen sind. Ich favorisiere sie trotzdem gegen die Timberwolves, weil ich nicht glaube, dass die denen das Wasser reichen können. Mhm. Auch die Overpunkte, ganz interessant. Ich meine, die Buchmacher denken sich natürlich immer was, wenn sie diese Lines machen. Die offizielle Line ist hier laut ESPN bei 222 Punkte. Und da frage ich mich ein bisschen, warum? Denn ich habe es gerade schon gesagt, bei den letzten Spielen, bei den letzten beiden, 121, 136 Punkte haben die Rockets gemacht. Davor aber auch 108, 131. 266 gegen Washington. Mhm. Und dann auch die Timberwolves, ne? Also beim letzten Spiel 109, davor 128, 102, 111, 112. Also ich glaube nicht, dass die beiden Mannschaften ausgerechnet in diesem Spiel gegeneinander
das Heil in der Defense suchen werden. Auch obwohl es einen witzigen Clip gibt rund um James Harden, wie er einen No-Look-Block macht. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Sehr, sehr witzig. Mhm, werden wir da noch reinziehen. Ja. James Harden ziehe ich mir immer gerne rein. Dann, Over, was ist da die Linie bei Over Under? 222, hier gehe ich ganz klar drüber. Mhm. Und die Rockets bei einer Quote von... Ja, einfacher Sieg haben wir gesagt, reicht, oder? 1,76, ja. Kann man auch machen. Ein bisschen, ja. Ich denke, Harden hat seinen Haufen wieder im Griff, deswegen geht es da wieder vorwärts in Houston, weil es kann ja nicht sein, dass der Vorjahresfinalist beziehungsweise im, weißt schon, Westen, ja, so weit unten in der Tabelle ist. Ja, eben. Und bei den Timberwolves, die sind jetzt genau da, wo sie hingehören, aus meiner Sicht knapp unter 50%. Und ich denke natürlich auch an meine oder unsere Dallas Mavericks, die derzeit auf einem tollen 8. Platz sind im Westen. Ja, Respekt. Und dass Houston dann noch irgendwann vorbeiströmen wird, das ist ganz klar. Aber die Minnesota Timberwolves, die lassen wir doch hinter uns. Mhm. Gut, dann waren da auf die Kürze und waren da schon ein paar würzige Tipps dabei. Gefällt mir gut. Wir werden auch noch eine besondere Wette herauspicken, bei der dir du besonders sicher bist. Dafür gibt es dann noch ein extra Video. Fuck the Bookie! Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, dass es diesmal jetzt nicht geheilt hat. Ansonsten tausche ich das Mikro um. Aber danke fürs Zuschauen. Was sind eure NBA-Tipps? Daumen hoch. Freuen wir uns ganz besonders. Und über Abos. Die besten NBA-Prognosen von XBET-Tipps. Kostenlos und dauerhaft Mitglied in unserer Facebook-Gruppe NBA-Prognosen mit der Anmeldung bei VBET.